Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mcello Goes Fibo. Und es ist soweit, ich habe meine erste richtige Cheat-Mahlzeit heute, beziehungsweise es wird geladen. Morgen steht ein Shooting an und deswegen fangen wir heute gleich an. Beziehungsweise ich habe gestern Abend schon angefangen, kann ich gerade mal einblenden, was ich gestern Abend schon gegessen habe. Und zwar, es gab Muscle Food Hähnchenwurst, ich habe es als Currywurst gemacht, schön mit Ofenkartoffeln. Dazu gab es noch Milchreis danach, also habe gestern Nachmittag schon angefangen. Ganz wichtig ist es jetzt eben, heute keinen Blähbauch zu bekommen, das heißt, sich unwohl zu fühlen und den dann morgen mit ins Shooting zu tragen. Und deswegen fangen wir hier heute mal mit Schoko Crispies an. Der Vorteil daran ist eben, dass sie nicht aus Weizen sind, wie die meisten Cerealien, sondern eben wirklich nur aus Reis. Dazu gibt es so eine Dreiviertel Banane, die andere kommt von Milchreis, das zeige ich euch gleich. Und Banane eben auch kaliumhaltig, dazu noch ein bisschen Erdnussbutter. Und Mandelmilch. Und ganz wichtig heute, gegen den Blähbauch, werde ich zu jeder Mahlzeit meine Enzyme nehmen. Ja, ansonsten hier die Mandelmilch habe ich ja schon gezeigt. Das ist jetzt mein Frühstück, was es noch gibt, zeige ich euch heute alles und ich habe richtig Bock, mal wieder was Geiles zu essen. Von daher bleibt dran. So, hier seht ihr schon mal mein Mittagessen. Das ist eine Riesenkartoffel. Das ist ein Schuss Milch, ein bisschen Muskatnuss, ein bisschen Salz. Dazu gibt es Rahmsoße. Hier nochmal Dankeschön meinen Nachbarn, meinen kroatischen. Das kroatische Restaurant hat mir Rahmsoße geholt. Und drunter ist noch ein bisschen Hähnchen. Das ist eben mein Mittagessen. Das heißt, wir haben hier Kohlenhydrate in Form von Kartoffeln und eben eine fettige Soße. Ein bisschen Hühnchen einfach nur für den Geschmack. Und danach, beziehungsweise über den Tag verteilt, ich habe es extra aufgeteilt, das sind insgesamt so 125 Gramm Milchreis, habe ich gekocht mit 400 Milliliter Wasser und 100 Milliliter Mandelmilch. Dazu Zimt, habe ich hier natürlich mein Ceylon-Zimt von Spicebar und noch ein bisschen Zucker dazu gemacht. So, um da eben noch ein bisschen Süße reinzukommen, da wir eben keinen Zucker benutzen, hier diese Candy Splash Cinnamon Danish Swirl, schmeckt sehr geil, gerade wenn man sowieso mit Zimt würzt. Und ich finde die Flavor Drops beim Milchreis ein bisschen besser als das Pulver, das löst sich eben noch besser auf. Gibt es bei Gigas, blende ich euch unten mal ein. Ja, Code Mcello10, kleine Produktplatzierung hier. Ansonsten gibt es noch den Rest der Banane und ja, das esse ich so über den Tag verteilt. Es ist eben ganz wichtig für mich heute, nicht den ganzen Tag mit einem dicken Blähbauch rumzurennen und dann Probleme zu bekommen mit Verdauung etc. Sondern, ja, ich habe eben die Mahlzeiten aufgeteilt. Natürlich gibt es noch mehr. Vermute, dass heute sogar noch ein Eis drin ist und heute Abend geht es dann Fettburger essen. Seid ihr natürlich überall dabei. Und ja, für mich geht es jetzt arbeiten. Das Essen gibt es immer zwischen. So, mein kleines Zwischenfazit von heute. Es ist jetzt Nachmittag, so 16 Uhr. Sozusagen so langsam kommen die Kohlenhydrate rein, das heißt, wir werden weiterlaufen. Haare sind geschnitten, geduscht ist auch. Und ja, wie man sieht, hier ist noch ein bisschen was. Aber man sieht auch schon Adern auf dem Bauch. Von daher, ich würde sagen, es läuft alles. Und ich bin gespannt auf das Shooting morgen und vor allem, bis zu Fibo nächste Woche soll auch noch ein bisschen was geben. So, Haare sind gemacht, Gesicht auch halbwegs. Jetzt wird noch ein bisschen Milchreis gefuttert. Und dann gehe ich noch eine Runde spazieren. Heute auch sportfrei, denn wir brauchen die Power morgen fürs Shooting. Ich habe hier noch ein bisschen Erdnussbutter reingemacht. Und merke auch schon, wie ich langsam praller werde. Und dann ja, geht es gleich zum Spazieren, Eis essen. Und ihr seid dabei. Bis gleich. Ich hoffe, man sieht mein Grinsen, denn es ist unglaublich lecker. Ich habe eben gerade die Waffel gegessen und ja, ich genieße es. Es ist mein erster kleiner Cheat jetzt, bevor es zum Burgeressen geht und es schmeckt einfach so verdammt gut.
bin ja auch ein absoluter Ben & Jerry's Liebhaber und Fan und für mich das geilste Eis. Aber so ein Eis von der Eisdiele ist auch echt richtig geil, wenn es eben gute Qualität hat. Und das haben wir hier in Selingstadt. Also wenn ihr mal da seid, Eiscafé Roma. Ich bekomme kein Geld für die Werbung, auch nicht mal gratis Eis. Aber es schmeckt wirklich unfassbar lecker. Ich habe hier so ein Sahne-Kirsch, Sahne-Nougat, meine absolute Lieblingssorte. Und dann noch eine Sorte ist, die heißt Despacito. Und das ist weiße Schokolade, Karamellcreme. Und ich weiß gar nicht, was noch. Ich glaube, Schokoladecreme noch, normale. Einfach nur Hammer. So, Eis ist gegessen. Die Kochbücher sind verschickt. Also eben noch mal kurz am Laptop gesessen, gearbeitet. Und jetzt geht's nach Offenbach. Und da wartet mein Cheatmeal. Ich muss sagen, bisher fühle ich mich gut. Ich habe eben gerade noch mal zwei von diesen Enzymtabletten genommen. Dass sie eben helfen, dass ich eben keinen Blähbauch bekomme. Bisher läuft das alles sehr, sehr gut, was ich gegessen habe. Das heißt, ich habe gar kein so ein krankes Füllegefühl. Vielleicht können wir nachher noch nach dem Burger was abschmatzen. Mal schauen, wie ich mich fühle. Morgen früh gibt es auch noch eine Leckerei vorm Shooting. Und danach geht es dann wieder ganz clean weiter. Aber jetzt erstmal Cheat. Zu Hause angekommen, Burger war verdammt gut, war noch beim Kumpel gewesen, noch da ein bisschen gesessen, gechillt und ja, und ich muss sagen, es war verdammt lecker, das Eis war verdammt lecker und ich hatte wirklich so Bedenken, dass ich irgendwie einen Blähbauch habe, aber es ist tatsächlich nicht so, von daher gönne ich mir jetzt noch was und ich glaube, es werden noch ein paar Rice Krispies mit Banane. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Eis im Eisfach, vielleicht schlemme ich da nochmal. Ganz, ganz wichtig an so einem Tag ist eben da auch nicht zu überpacen. Das hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Es ist eben wichtig, sich da jetzt nicht wahllos vollzustopfen und morgen dann mit so einer Kugel im Bett zu liegen oder beziehungsweise aufzuwachen oder geschweige denn auch heute Nacht auch. Genau das wollen wir eben nicht und deswegen gab es auch heute Burger und keine Pizza, denn ich hatte letztes Jahr vom Shooting mit Pizza geladen, das hat super funktioniert, allerdings konnte ich da auch ausschlafen, konnte die relativ früh abends essen, das hat alles gepasst und das wollten wir dann auch eben bei der FIBO wieder machen, es ging sowas von in die Hose, ich hatte am Samstag so einen kranken Blähbauch, Pizza ist eben sehr, sehr viel Teig und das ging wirklich so nach hinten los und deswegen habe ich gesagt, diesmal ein Burger, der ist kompakter, würde ich sagen, und trotzdem ordentlich Kalorien, also ordentlich Fett und auch Kohlenhydrate, das heißt, müsste schön prall sein morgen und morgen gibt es noch ein geiles Frühstück. Ich zeige euch jetzt, was ich jetzt noch mal esse und dann sehen wir uns morgen früh und dann nehme ich euch mit zum Shooting. Guten Morgen, Samstagmorgens, jetzt steht das Shooting an, beziehungsweise in 2 Stunden. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal schnell zum Bäcker, dann geht es noch eine Kleinigkeit einkaufen. Ich brauche noch ein bisschen Öl fürs Shooting und noch ein paar Chips, also was Salziges. Und dann geht es auch schon los. Das heißt, schnell einkaufen, zu essen holen und dann wird geshootet. Noch eine kleine Info zu meiner Nacht war, wie ja, die Nächte momentan sind eine Katastrophe. Ich bin ständig wach, schlaf total unruhig. Das war eben auch meine Angst bezüglich meiner Verdauung. Aber ist alles super, Bauch ist flach, man sieht schon die Adern drauf schon. Jetzt geht es eben nur noch darum, oben schön prall zu sein, nicht zu viel zu essen, nicht zu wenig, ähnlich wie gestern. Und dann sollte dem Shooting eigentlich nichts mehr und meiner Form vor allem nichts mehr im Wege stehen. Aber ich nehme euch natürlich mit und zeige euch, wie es abläuft. So,
ganze Blaubeermuffin ist verputzt. Jetzt habe ich noch den Schokomuffin, den gibt es dann kurz vorm Shooting. Wir haben noch mal eine kleine... ich habe gestern Abend die Kamera nicht draufgehalten, weil es mir fast selbst ein bisschen unangenehm war und ich eigentlich hier keine Anleitung zu einem Cheat Day machen möchte. Bin zwar so euch dazu verleiten, denn es ist kein Cheat Day. Ja? Es kommt immer komplett auf den Körper an. Ich habe mich auch nicht wahllos vollgestopft. Nur mittlerweile kenne ich meinen Körper etwas. Und was ich zum Beispiel rausgefunden habe, Milchreis tagsüber ist super für mich. Wenn ich den aber abends esse, liegt er mir im Magen ohne Ende. So tagsüber verteilt, deswegen hatte ich ihn auch mittags auf 2 Portionen. Kommt super, geht super rein. Allerdings abends, das ist eine Katastrophe und es wäre auch heute gar nicht für mich, jetzt hier irgendwie mit Milchreis zu laden. Das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und gestern Abend, ich hatte dann gemerkt, okay, nach dem Burger alles cool, auch nach den Schoko-Crispies. Da hatte ich erstmal nur 50 Gramm, die haben unglaublich viel Volumen, das ist ganz praktisch. Also 100 Gramm sind da schon echt sehr viel. Habe ich gesehen, oder ich wusste es, dass ich noch ein Ben & Jerry's offen habe, und zwar das Peanut Butter Cup. Und da habe ich angefangen so ein bisschen zu löffeln, habe geguckt, vertrage ich ganz gut. Ja, und davon habe ich dann, keine Ahnung, vielleicht so ein Viertel Pint, also so einen großen natürlich, gegessen und mein Körper ist durchgedreht. Also... Ich hatte auf einmal überall Adern, ich hatte einen Pump, ohne einfach nur auf der Couch zu sitzen. Von daher, und das sind einfach Erfahrungswerte, die man machen kann, muss. Vielleicht wirkt es bei euch auch, aber es ist eben ganz wichtig, nur weil Ben & Jerry's draufsteht oder weil ihr gerade irgendwie Ladetag habt, soll das jetzt nicht heißen, dass ich hier eben Ben & Jerry's reinhauen soll und morgen in Topform ist. Ja? Also bei mir hat es funktioniert, aber ich habe auch wirklich nicht so viel gegessen. Aber ich habe da schon geahnt, dass ich auf so einen Müll quasi ganz gut anspringen. Ja, ansonsten, was habe ich jetzt noch dabei? Ich habe hier noch meinen Schokomuffin natürlich noch dabei. Habe hier noch einen Shaker mitgenommen. Da kommt dann mein Pump Booster rein. Pump That Bitch von Bam. Ansonsten habe ich mir noch Tortilla Chips geholt. Eben um den Salzgehalt zu erhöhen, denn das ist eben auch ganz wichtig oder ganz praktisch, kann einen guten Pump geben. Das heißt, ich werde auf der Fahrt ein paar Tortilla-Chips essen. Ich habe gerade noch mit Alex besprochen, dadurch, dass das Ben & Jerry so gut geweckt hat, vielleicht hole ich mir noch einen McFlurry irgendwo. Ja, und dann geht's ab. Ich habe richtig Bock. Und ja, heute Abend gibt es dann auch noch was Leckeres essen und dann gibt es morgen dann wieder ganz nach Plan Low Carb. Aber jetzt geht's erstmal los. Yeah, let me take you back to when I was starting on the come up. I was running till the sun on my neck just told me to shut up, but they couldn't see the bigger vision. Got no intuition. Now my taxes more than that tuition. They see how I'm living and my idols becoming my competition today. I remember I was making under minimum wage. It was part of the story, but now I'm turning the page and I. So, angekommen jetzt in Solms im Gewerbepark hier im Greenlight Gym. Im letztes Mal auch geshootet und die Location ist der Hammer überhaupt. Jetzt geht's schnell aufpumpen, noch mit meinem McFlurry. Hier mein Schokomuffin, schon reingebissen. Und ja, jetzt wird aufgepumpt und dann geht's ab. Bars for days, but can't be locked in the cage. I've been underrated, overlooked like a speed limit. They've been trying to slow me down like I got a speeding ticket. I got demons I keep hitting in the back of my. Shooting ist beendet, ich muss sagen, es war erfolgreich. Ich denke, es sind ein paar sehr geile Fotos dabei gewesen, besonders im Training, also im Gym. Habe eben schon zu Hause einen Kaffee getrunken, ich sehr müde bin, jetzt früh aufgestanden. Mein Schlaf ist eine Katastrophe, habe ich schon gesagt. Aber ansonsten war es erfolgreich und die Fotos werdet ihr dann in nächster Zeit immer wieder bei Facebook, bei Instagram sehen. Und dann war es das von meiner Seite. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, konntet ein bisschen mit mir die Cheats quasi genießen. Mein nächster Teil wird dann zu Fibo schon sein. Wie geht's jetzt weiter? Heute wird jetzt normal gegessen, es ist jetzt heute Mittag. Ich gehe jetzt einkaufen, dann gibt es ein bisschen Hähnchen und heute Abend geht es nochmal Sushi essen mit meiner Freundin und dann ab morgen wieder ganz normal Low Carb bis hin zum Mittwoch, nehme ich mal an. Ein bisschen Entladetraining, das heißt viel Wiederholung. Und dann geht es am Mittwoch schon nach Köln. Ihr seid natürlich
dabei. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal, euer Marcello.